Hallo und guten Abend. Mal ganz ehrlich, in den letzten Wochen waren wir alle ein bisschen 96. Der Sturmlauf der Roten bis ins Viertelfinale des Europapokals hat auch die größten Fußballmuffel nicht kalt gelassen. Mein heutiger Gast, glaube ich, aber hat richtig wieder Herzblut vergossen. Denn bei mir ist Vereinsikone und Stürmerlegende Dieter Schatzschneider. 96 Bundesligaspiele, über 200 Zweitligaspiele. Heute sind Sie der Scout von 96. Der Lange weiß, wohin der Ball rollt, sage ich mal. Der Lange ist einer Ihrer Spitznamen. Wie lang sind Sie denn, Herr Schatzschneider? Ich bin fast 1,90, aber ich habe noch einige andere, die ganz lieben sagen Schatzi zu mir. Das finde ich auch ganz, Das finden Sie auch schön. finde ich auch schön. Und momentan drehen wir immer so Blogs, die heißen ja heute so in der modernen Zeit. In der AWD Arena, da heiße ich Schattos Wohnzimmer, kann ich mich auch dran gewöhnen, ist auch eine schöne Sache. Schön, schön, dass der Schatz heute hier auf dem H1-Sofa sitzt. Der Traum vom Europapokal ist ja nun leider ausgeträumt, Herr Schatzschneider. Wie ist denn die Stimmung so jetzt im Augenblick? Also ich glaube, dass man die Stimmung bemerkt hat beim Schalke-Spiel, bei der Niederlage. Da hat man gemerkt, dass die Jungs noch ein bisschen gefrustet waren. Und die Niederlage war eindeutig, war klar, braucht man nicht drum herum reden. Schalke war besser. Raul hat ein super Tor gemacht, muss man als Fußballer einfach anerkennen. Aber das passiert, nachdem wir alle so voller Hoffnung waren, dass es in Europa weitergeht, ist nicht passiert. Jetzt liegen wir am Boden, haben mal richtig zwei Ohrfeigen bekommen. Jetzt heißt es aufzustehen, weiterzumachen, dass wir nächstes Jahr wieder Europa spielen können. Naja, aber es war immerhin ein Ausflug so in die internationale Fußballwelt. Was bleibt da bei der Mannschaft? Wie hat es die Mannschaft so geprägt? Also erstmal glaube ich, dass Hannover wieder gezeigt hat, dass Hannover 96 und die Zuschauer zusammengehören. Was teilweise in Sevilla, in Kopenhagen, was da los war, ein Meer von Fahnen von Hannover 96. Also ich fand es überragend. Und das haben sicherlich die Spieler auch genossen. Wir sind wieder enger zusammengerückt. Und jeder hat gemerkt jetzt bei uns im Stadion, wenn wir Erfolg haben wollen, dann geht es nur gemeinsam. Schauen wir mal, wie es weitergeht und reden mal erst mal ein bisschen über Sie. Sie sind ja der erfolgreichste Torjäger, den Hannover 96 je hatte. Wenn wir über Ihr Leben reden, würde ich mal gerne mit einem kleinen Irrtum aufräumen. Überall im Internet lese ich, Sie sind so ein echter Hannoverscher Junge. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, oder? Nein, nein, also ich bin gebürtig Moselaner. Ich komme aus einem ganz kleinen Weinort. Der heißt Enkirch an der Mosel, das ist bei Traben-Trarbach die Ecke, da wer sich ein bisschen auskennt. Da habe ich bis 2 Jahre gelebt und hatte die Conti hier in Hannover Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, nicht für mich, sondern für meinen Vater logischerweise. Und dann sind wir nach Hannover gekommen. Das war 1960, 1958 bin ich geboren und mein Vater hat hier dann Arbeit gefunden. Wir waren Flüchtlinge. Und das war schon okay, und ich bin froh, dass wir heute so in Hannover gelandet sind. Ja, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, so ganz einfach war die Jugend nicht. Sie sind in Fahrenheide aufgewachsen. Man würde heute sagen, ein Brennpunktviertel. Wie war das so in Ihrer Jugend? War es hart? Sehr hart. Also damals schon Brennpunkt, gar keine Frage. Und ich habe viele Freunde, die es nicht so gut geschafft haben wie ich. Da war Fußball wieder so ein Festhaltepunkt, wo man sagen konnte, ich schaffe es da raus aus Fahrenheide. Aber ich muss auch dazu sagen, das war früher eine reine Ellbogengesellschaft in Fahrenheide. Der Stärkere gewinnt immer. So im Nachhinein, jetzt mit meinem Alter und mit meinen Weisheiten. Also ich schäme mich schon dafür, was ich früher da alles veranstaltet habe. Aber es ist ein Teil von meinem Leben. Ich möchte es nicht missen. Ich freue mich ja, dass ich es heute so gut getroffen habe, dass es mir so gut geht nach meiner Fußballkarriere und dass mir der Sport dabei so geholfen hat. Naja, das Kämpfen um den Ball hat ja sicher damit zu tun, dass Sie das in Ihrer Jugend gelernt haben, auch um andere Dinge zu kämpfen. Das zeichnet ja so ein bisschen Ihren Fußballstil aus, dass Sie um jeden Ball kämpfen wie verrückt. Aber wie sind denn Sie eigentlich zum Fußball gekommen? Ja, das war auch so eine Zeit. Ich wollte eigentlich gerne im Verein spielen. Wir hatten ja damals das Geld nicht mal, um so einen Beitrag zu bezahlen. Und dann habe ich mich einfach mal angemeldet. Dann habe ich natürlich die Unterschrift von meinem Vater haargenau nachgemacht, wie sich das gehört. Man macht ja immer so Sachen. Aber ich hatte vergessen, dass man, wenn man sich anmeldet im Verein, da braucht man auch Fußballschuhe, braucht man auch, das hatte ich auch alles nicht. Und ich war aber so besessen, ich wollte unbedingt in einem Verein mitspielen. Und dann hat mir jemand, ich weiß nicht noch wie heute, das war mega peinlich, so Größe 45 geschenkt. Ich war 10 Jahre alt, hatte Größe 38, sage ich mal. Und dann stand ich einmal Tor da im Tor damals
Und die Kinder haben mich gehänselt und ausgelacht und klar, mit so Paddelfüßen da im Tor zu stehen. Und das ist auch etwas, was ich auch nicht vergessen habe. Irgendwann mal habe ich mich arrangiert mit meinem Vater, hat ihm alles erklärt und so weiter und so weiter. Dann hat er die paar Mark auch locker gemacht. Es gab auch Fußballschuhe. Und dann war ich auch ein richtig guter. Dann nicht mehr im Tor, sondern ich konnte draußen spielen, weil ich hatte Schuhe, die passten. Und dann war ich wirklich von da an war ich ein Torjäger. 1978 sind Sie ja zu Hannover 96 gekommen. Da waren Sie ja schon so richtig etabliert. Hatten Sie da eigentlich auch einen Beruf gelernt inzwischen? Ich hatte einen Beruf gelernt. Ich war Groß- und Außenhandelskaufmann hier bei einer großen Firma in Hannover. Aber da waren auch so viele Fußballverrückte. Da hatte ich also schon eine Lehrstelle. Durch den Fußball hatte man mir schon gesagt, Langer, wenn du mal irgendwann Probleme hast, kriegst du bei uns hier. Das habe ich auch alles wahrgenommen, im Jugendfußball schon. Und als ich ausgelernt habe, war ich 1978 Halbtagsprofi und habe nebenbei noch gearbeitet in meiner Firma. Was hat man denn damals so als Profi verdient? Und damals gab es wahnsinnige Summen. Das war damals 96, die hatten sowieso nichts. Und ich weiß noch, mein erster Vertrag, der war, glaube ich, 2500 D-Mark brutto. Und pro Punkt, damals gab es noch zwei Punkte, gab es 100 Mark. Also ich muss sagen, wenn wir zweimal gewonnen hatten, dann hatten wir 2000, nicht mal 3000 D-Mark brutto. Also dafür machen die sich heute nicht mal die Schuhe zu in der Kabine, nicht? Plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen, was kriegt man denn heute so für einen Punkt oder auch als Grundgehalt? Also ich schätze mal, ich sage jetzt mal große, spannend, damit man nicht so genau weiß, aber ich sage mal, es beginnt so ab 500.000 Euro Grundgehalt und dann kann man sicherlich einiges durch Auflaufprämie oder Siegprämie. Mittlerweile gibt es ja 3 Punkte und je nach Klasse, die du hast, kannst du sicherlich pro Punkt zwischen 3 und, sage ich mal, 12.000 Euro verdienen. Also es ist schon gewaltig zugenommen, was den Geldverkehr betrifft, aber es gibt den einen oder anderen, der es sicherlich auch verdient hat. Ja, Sie sagen das so locker, aber eben wieder einschränkend, der ein oder andere, der es verdient hat. Sind Sie manchmal ein bisschen neidisch oder denken, dass da Leute abkassieren, die nicht so viel Herzblut, die nicht so viel Arbeit, die nicht so viel Engagement, nein, wie Sie in den Fußball investiert haben? Neid, also das kenne ich nicht. Also Neid will ich auch nie kennenlernen. Ich gönne jedem das Beste auf dieser Welt, das ist auch alles okay. Aber ich finde schon, dass die Bundesliga aufpassen muss. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Mann, der mich unterhält, der mir zeigt, dass er tolle Leistungen bringt, einen Haufen Geld verdient. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber es gibt so viele von diesen Mickey-Mäusen, die da rumlaufen in der Bundesliga, die auch ein Heidengeld verdienen. Und da muss man immer aufpassen, dass der Grat nicht zu eng wird, dass die nicht zu weit an die Spitze kommen. Also die sollen auch verdienen. Aber genau das, was sie als Leistung bringen im Stadion. Und ein Superstar kann ruhig verdienen, denn der lockt schließlich die Leute an hier im Stadion. Hier hatten wir auch schon einige tolle Spieler. Ja, klar. Ja, ein langes Fußballleben. Sie sind seit 32 Jahren mit Ihrer Frau Isabel verheiratet. Ist ja auch durchaus ungewöhnlich in heutigen Biografien, eine Ehe, die so lange gut hält. Was ist so das Geheimnis? Ist Ihre Frau auch ein Fußballfan oder wie hält sie die Familie zusammen? Das ganz große Geheimnis, Frau Berger, ist erstmal, wir lieben uns total. Selbst jetzt im Alter möchte ich meine Frau nicht missen. Ja. Also ich hoffe, dass wir beide wirklich... Eine richtig schöne Liebeserklärung. Ja, nein, also das bin ich auch. Also ich möchte auch wirklich, dass wir beide zusammen alt werden. Ich hoffe, ich weiß nicht, was es noch für Hochzeiten gibt, goldene oder ich weiß, Brikette, egal was. Aber ich will mit meiner Frau zusammen alt und ich hoffe, dass wir beide glücklich werden. Und das stimmt alles bei uns, picobello. Meine Frau hat sich früher nie für Fußball interessiert. Die hatte 3 Kinder zu versorgen, hat das auch gerne gemacht. Und früher war es ja noch wirklich so, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, ich achte da gar nicht mehr so drauf, aber früher waren die Frauen so etepetete, die waren richtig Spielerfrauen. Also wenn ich jetzt sage, die waren im Pelzmantel im Sommer auf der Tribüne gesessen und das ist meine Frau nicht. Das brauchte ich nicht und meine Frau auch nicht, dass man sagt, das sind meine Freundinnen. Deswegen hat sie sich da immer ferngehalten und das hat sie, glaube ich, auch richtig gemacht. Sie haben schon erwähnt, 3 Kinder, 3 entzückende hübsche Mädchen. Haben Sie ja schon den Kern für eine Damenfußballmannschaft zu Hause, oder? Ja, zum Glück habe ich bei 3 aufgehört, sonst wäre es noch schlimmer geworden. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Kindern. Sie haben sicherlich alle einen guten Beruf, aber was für mich persönlich am wichtigsten ist, sind alle gute Menschen. Und darauf kommt es mir letztendlich an. Du kannst ja noch so einen tollen Beruf hast, wenn du kein guter Mensch bist. Also das halte ich immer für furchtbar. Wenn einem das nicht gelingt in der Erziehung, und da haben wir beide, meine Frau und ich, halt sehr drauf geachtet, dass die verstehen, wie das Leben eigentlich geht.
Ja, da spricht der Familienvater. Wir wollen noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Wir haben so einen kleinen Brauch hier in der Sendung, 10 Sätze zu ergänzen. Kurz und knackig, ich liebe Hannover, weil? Weil alles sehr eng ist. Ich kann also in dieser Stadt alles in kürzester Zeit ganz schnell erreichen. Mein schönster Platz in Hannover ist? Oh, die AWD-Arena mit Maschsee, würde ich sagen. Richtig glücklich bin ich, wenn? Ja, wirklich glücklich bin ich, wenn 96 gewinnt, gar keine Frage. Das ist mein Hauptteil meines Lebens. Und wenn 96 gewinnt, habe ich gute Laune. Sauer bin ich, wenn? Ja, sauer bin ich natürlich, klar, bei Niederlagen, die auch noch blöde zusammenkommen, wo ich einfach spüre, da hat nicht jeder alles gegeben, weil 96 auch eine Mannschaft ist, wo jeder zusammenhalten muss, sonst kann man den Erfolg nicht haben. Von meinen Freunden erwarte ich? Absolute Ehrlichkeit mir gegenüber. Keine Heuchelei, das mag ich überhaupt nicht. Und das sind so ganz wichtige Punkte in meinem Leben, wo ich darauf achte, wenn einer ankommt, der mir zu viel von dem gibt, dann lasse ich das lieber sein. Meine größte Schwäche ist? Ja, das kann ich sagen. Schokolade, die Firma Lindt hat es mir da besonders angetan. Ja. Alles, was mit Pralines und sowas zu tun hat. Ich liebe das Zeug halt nun mal. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Und es gibt immer, meine Frau ist auch eine sparsame Frau, muss ich sagen. Und gerade so nach Weihnachten, nach Ostern, dann wird ja meistens vieles reduziert. Und letztes Mal waren, glaube ich, ich kann das ja ruhig erzählen, 8 Kästen Pralines, die reduziert waren, die haben wir alle gekauft. Und ich habe sie auch alle gegessen. Und die ganzen Goldhasen noch dazu. Ja. Zu einem schönen Abend gehört für mich? Ein schönes Essen mit meiner Frau, eine gute Flasche Rotwein und ein super Gespräch. Fasten, finde ich? Habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen, lehnt mein Körper auch ab. Angst habe ich nur vor? Ja, vor Krankheiten und dass meiner Familie was passiert und meinen Freunden. Wenn ich 3 Dinge mit auf eine Insel nehmen dürfte, nehme ich mit? Als erstes würde ich einen Fußball mitnehmen, zweitens einen Fußball und als drittes nochmal eine Luftpumpe, falls da irgendwas passieren sollte. Fußball ist wieder das gute Stichwort. Herr Schatzschneider, ist der Fußball heute anders als in der Zeit, als Sie gestürmt sind? Heute ist es sicherlich anders, auch von der ganzen Trainingsmethodik her. Hat sich so viel geändert. Also wenn ich Ihnen erzähle, was wir für blödsinnige Übungen früher machen mussten, noch mit Klappmesser und die Fußballer wissen, von was ich rede, oder Rolle vorwärts und dann Sprint, das gibt es heute alles nicht mehr. Heute ist alles wissenschaftlich genau erklärt und so trainieren die auch. Der Fußball ist sicherlich schneller geworden, lebendiger geworden, aber die besseren Fußballer, die gab es für mich früher. Wer war denn für Sie so der beste Stürmer aller Zeiten? Ja, das war der Gerd Müller, weil den habe ich immer bewundert. Den hast du manchmal gar nicht gesehen, aber der hat mit seinen dicken Beinen hatte der so eine kurze Hebelbewegung. Wenn der am Ball war, die Drehung gemacht hat, dann war es meistens immer am Tor am 16er. Ein totaler Strafraumspieler, aber den habe ich immer geliebt. Wer ist denn heute so Ihr Favorit? Ja, heute ist es ein bisschen schwer. Ich mochte immer den Klose, weil für das, wie ich den Fußball empfinde, was ich in meiner Birne habe, da war der Klose der ideale Mittelstürmer, der torgefährlich war, laufstark war, aber im Umkehrschluss, wenn irgendwas passiert war, Ballverlust, sofort wieder versucht hat, an den Ball zu kommen. Also ich hätte den auch gerne, wenn ich Dortmunder Präsident, ich hätte den gerne nach Dortmund geholt, weil da würde der genau hinpassen. Sie sind ja Torschützenkönig, aber ich habe nachgelesen und ich hoffe, ich habe nichts Falsches gelesen. Sie haben in Ihrer ganzen langen Karriere nicht eine rote Karte gekriegt. Wie passt das zusammen? Also, wie haben Sie persönlich immer gespielt? Ja, ich war schon ein böser Junge, also das ist richtig. Natürlich gab es nicht mehr früher nicht so viele Kameras wie heute. Heute kann man ja gar nichts machen. Aber es gab früher auch schon alles das, was die heute machen. Ellbogenchecks in die Haare ziehen, am Ohr kneifen. Alle diese ganzen lustigen Sachen, die gab es zu meiner Zeit auch. Aber wie gesagt, das war immer ein Geben und aber auch ein Nehmen. Das darf man nie vergessen. Und das Schöne war halt, hinterher haben wir uns die Hand gegeben. Als Sportler sind raus und haben wieder miteinander gesprochen oder ein Bier getrunken. So muss das auch sein. Nicht so verbissen. Nicht so verbissen. Sie haben ja auch Ausflüge, sage ich mal, sollen nicht so sportlich oder abwertend klingen, nach Hamburg und nach Schalke gemacht, sind wiedergekommen. Sind Sie in Ihrem Herzen immer so 96er ein Stück geblieben? Also ich wusste immer, wohin ich wollte. Ich wollte immer wieder zurück nach Hannover. Ich wollte in der Karriere, ich wollte mein Geld machen, das wusste ich auch. Ich wollte nachher nicht so enden wie viele andere, zu sagen, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, das genügt mir. Dazu war ich zu ehrgeizig. Ich wusste genau, ich will ein Haus haben. Ich wusste genau, was der Fußball mir übrig lässt am Ende meiner Karriere. Und das habe ich alles geschafft und da bin ich auch stolz drauf. Jetzt sind Sie ganz fest wieder mit Hannover 96 verbandelt. Man sagt sogar, oder ich glaube, es ist eine Tatsache, Sie sind mit dem Präsidenten Martin Kind besonders
eng verbandelt. Sind Sie so sein Vertrauter, sein Freund, sein Einflüsterer? Wie kann man so das Verhältnis zwischen Ihnen und Martin Kind beschreiben? Ja, also ich finde schon, dass wir beide Freunde geworden sind durch all die Jahre, die wir jetzt zusammen sind. Und es gibt so wenig Menschen, den ich wirklich meinen ganzen Respekt entgegenbringe. Und dazu gehört einfach Martin Kind, weil ich einfach sehe, was dieser Mensch mit seiner Ernsthaftigkeit, es gibt ja viele andere, das hat man ja auch gesehen in all den Jahren, die sich auch nur selbst darstellen wollte. Und davon ist der Martin Kind meilenweit entfernt. Also der weiß auch, was er will. Der hat eine Klarheit in seinem Denken. Und also ich muss sagen, ich bin froh, dass er 96 Präsident ist, denn dieser Erfolg kommt ja nicht von ungefähr, das hat was mit Arbeit zu tun und da ist der Mann einfach klasse drin. Der arbeitet wirklich viel, das kann ich Ihnen versichern. Ja, da sind ja zwei gute Pole aufeinander getroffen, der Mann der Wirtschaft mit seinem wirtschaftlichen Verstand und Sie als Mann, der einfach sein Herzblut im Fußballspiel hat. Wie viel Nachhilfeunterricht mussten Sie denn Herrn Kind in Sachen Fußball so geben? Nein, er hat mir mal einen Satz gesagt und das schätze ich auch in ihn. Er hat ja sicherlich mehr erreicht als jeder andere von uns hier. Aber er hat eine Firma aufgebaut, hat 2.500 Mitarbeiter. Das ist ja schon außergewöhnlich. Aber er hat einmal zu mir gesagt, eigentlich plaudere ich nicht aus, was wir am Auto besprechen. Ja. Aber ich sage Ihnen mal diesen Satz, Herr Schatzschneider, wenn man nichts weiß, muss man fragen. Und das macht er. So, und ich kann ihn immer nur aus dem, was ich gelernt habe durch den Fußball, kann ich ihn immer ehrlich, ganz ehrlich, offen und ehrlich, auch wenn es manchmal hart ist, genau das, was er gefragt hat, 100% beantworten. Ob er das nun gebraucht oder nicht gebraucht, das ist letztendlich seine Entscheidung. Und so soll es auch sein. Sie haben eben schon so ein bisschen aus Ihrem Leben geplaudert. Sie fahren seit mehr als 5 Jahren zu jedem Auswärtsspiel zusammen im Auto. Ich habe neulich den Satz so scherzhaft von Ihnen gehört, das ist die wahre Machtzentrale von 96. Aber trotzdem sitzen Sie sich noch. Wie kommt das eigentlich? Er hat mir schon das Du oft angeboten, aber das ist, wie gesagt, das ist diesen ungeheuren Respekt, den ich von den Menschen habe. Wissen Sie, der hat ja auch so, in Hannover, ich sag's mal so, haben viele, die ich kennengelernt habe, da muss ich sagen, da habe ich immer das Gefühl, der Mensch beginnt immer erst ab einer gewissen Summe. Und das ist das, was ich bei Martin Kind einfach so schätze. Mensch sein und Mensch bleiben, mit all dem, was man geschaffen hat. Stolz darauf sein, soll er auch. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Und das ist das, was ich so an ihm bewundere. Die wirklich Reichen, die sind sowieso wie du und ich. Ja. So, das vergesse ich. Und die anderen alle, die so tun, als ob sie es wären, das sind eigentlich die ganzen Heuchler. Ja, und die Eingebildeten. Und die mag ich nun gar nicht. Und das ist dieser Respekt, den ich eigentlich vor der Lebensleistung, aber auch vor den Menschen Martin Kind habe. Ja, da haben sich zwei gesucht und gefunden, aber es gibt noch zwei andere wichtige Leute bei 96, nicht vergleichbar mit dem Präsidenten, aber immerhin Sportdirektor Schmadtke und Trainer Slomka. Wie gehen Sie denn so miteinander um, wenn jemand so viel Erfahrung von 96 einbringt? Wie kommen Sie drei denn so miteinander zurecht? Herr Frau Berger, erstmal muss ich sagen, ich persönlich nehme mich nicht so wichtig, weil ich kann schon einschätzen, ob ich jemand bin, der im Grunde genommen bin ich ja nicht mehr, wenn ich das Wort mal sagen kann, als ein Klugscheißer, denn ich bin ja ohne Entscheidungsgewalt. Also für mich ist immer klar, dass diese Leute, die oben die Unterschrift unter irgendetwas setzen müssen, dass die den Hauptgrund des Erfolges auch haben sollen. Das ist doch ganz normal. Ich habe mal mit dem Jörg Schmadtke auf einer Tribüne gesessen, da ging es um den Stindl, der jetzt in aller Munde ist. Bleibt er übrigens? Ja, ich hoffe, ja. Er muss auch bleiben, weil ich ihn auch sage, das wird nach der EM unser neuer Nationalspieler für Hannover. Da bin ich mir ganz sicher. So, und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, ja, guck dir mal den Stindl an, wie findest du den? Und er sagt, den finde ich auch gut. Und gegenüber anderen Managern, die hätten erst mal gewartet und gewartet. Nee, der hat den verpflichtet, innerhalb von kürzester Zeit. Und das meine ich damit. Der hat den Mut zu sagen, den hole ich, obwohl ihn kein anderer wollte. Unterschrift, Papier, hat gesagt, dafür stehe ich gerade. Und das finde ich gut bei den dreien. Und jeder hat seine Aufgabe da. Und ich finde, die drei machen es ganz toll. Sie sind der Scout. Sie haben eben schon so ein bisschen erzählt, wie das geht. Sie sehen einen und Sie gucken, passt er zu uns oder nicht. Aber vielleicht erzählen Sie uns, unseren Zuschauern, noch mal, was hat ein Scout bei 96 zu tun? Ja, erstmal viel reisen, ist auch ganz klar. Das mache ich gerne. Und man hat die Chance, sage ich mal, ich als älterer Fußballer oder jemand, der es hinter sich hat, die Zukunft von Hannover 96 zu gestalten. Ne? Ich gucke alles von den kleinsten Bambinos bis zu den Älteren.
Aber ich sage immer, wenn man jemanden findet, der 13 Jahre alt ist und wo man einfach zuguckt und dir geht das Herz auf und den kriegst du nach Hannover und den kannst du selber ausbilden. Das sind letztendlich die Spieler, die irgendwann mal, wo man sagt, da bin ich stolz drauf, Hannoveraner, und das wird mal ein richtig guter. Also ich finde immer, desto jünger, desto besser für den Verein und auch für den Spieler. Leider haben wir kein Internat, wo wir alles unter einen Hut bringen können. Übernachtung, Schule und Fußball, das fehlt noch. Da arbeiten wir gerade dran. Das ist auch ganz wichtig für Hannover. Denn alle anderen um uns herum, ob Wolfsburg, Hamburg, Bremen, die haben das schon. Und die besten Jugendspieler Deutschlands sind einfach in den Internaten. Die sind nicht wie bei uns in Gastfamilien. Aber das verstehe ich nicht so ganz. 96 ist ja nur so ein Aushängeschild für Hannover. Muss die Stadt da nicht und vielleicht sogar das Land für seine Landeshauptstadt daran interessiert sein, so etwas aufzubauen hier? Absolut. Also bin ich völlig bei Ihnen und das erwarte ich auch immer. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, da bin ich auch völlig ungeduldig. Da werden schon Gespräche seit Monaten, da geht es um 3 Bäume, die vielleicht in der einen Riede fallen müssten, wo man sagen kann, Mensch, die 3 nehme ich und pflanze sie dahin oder ich pflanze 3 neue, egal was. Aber das ist in Hannover auch wirklich furchtbar. Und da fühle ich mich auch so ein bisschen von der Stadt alleingelassen. Das, was 96 für die Stadt Hannover tut, das ist sensationell. Egal für wen, ob es für die Wirte, die Stadt verdient an allem. Soll sie auch, ist auch alles in Ordnung. Aber sie könnte mal was zurückgeben im Verein. Sie könnte mal was für die Jugend von Hannover tun. Dafür wäre ich total. Und da fühle ich mich, ich persönlich, mich ein bisschen in den Stich gelassen. Da wollen wir doch mal. Da kriege ich mich auch auf über sowas. Kann ich glauben. Da wollen wir doch mal hoffen, dass unser Oberbürgermeister, der ja bekennender 96-Fan ist, mal ein wenig mehr auf Sie hört. Wenn es auf den Stefan Weil ginge, dann wäre schon alles in Ordnung. Aber er alleine kann es ja auch nicht. Er hat ja noch Verwaltung, dann gibt es da noch 1000 Gremien und so weiter und so weiter. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das vorangeht, wenn Stefan Weil schon mal dahinter steht, ja, als bekennender Roter. Wollen wir mal hoffen. Herr Schatzschneider, ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, dass wir alle über den Abstieg von 96 nachgedacht haben und Angst gehabt haben, dass 96 wieder runterfällt in die zweite Liga. Hat das damals alles damit zu tun gehabt, dass die Mannschaft doch den Tod von Robert Enke nicht so verkraftet hat? Oder wie erklären Sie sich das, dass die Mannschaft ganz unten war und sich doch in den letzten paar Jahren wieder so wahnsinnig toll entwickelt hat? Absolut. Also Robert Enke, das war schon, ich glaube, das Härteste, was man im Fußball mitmachen kann. Denn die Bundesliga hat ja für alles Beispiele, aber für einen Selbstmord eines Profis, da gab es ja nichts. Gar nicht, kein Handbuch dafür, wie verhält man sich, was macht man, sondern das war schon eine Zeit. Aber auch da muss ich sagen, mit all dem, mit der Beerdigung, was da alles waren, Fans und auch die Stadt Hannover und Martin Kind an der Spitze, haben das also wirklich grandios hingekriegt. Ne, was kann man auch alles verkehrt machen, was verkehrt zu machen geht. Und Robert Enke, so hart das ist, war aber auch für die Spieler ganz zum Schluss und für die Zuschauer, hat erst auch dazu gebracht, dass wir richtig zusammenhalten. In dieser Not, die einfach Hannover hatte, was Sie sagen, kurz vorm Abstieg, da fehlte nicht mehr viel. Und ich weiß noch, das ist das letzte Spiel in Bochum, da ging es um alles. Das war auch in 96, fahren mehr, 12.000 Zuschauer waren da und die Mannschaft hat grandios gespielt. Und ich glaube, da ist das eigentlich entstanden, dieser Zusammenhalt, den es heute noch im Stadion zu bewundern gilt. Sie haben ja wieder einen sehr hoffnungsvollen Torwart. Herr Zieler, reicht er schon an Robert Enke heran? Da muss er noch viel für sich tun. Nicht ganz, aber er wird hoffentlich zur EM mitfahren. Da wird er wieder lernen. Das ist schon mal wieder eine andere Stufe, Nationalmannschaft zu spielen. Selbst wenn man nur auf der Bank sitzt, kann man unheimlich viel mitnehmen. Aber der Robert hat so eine besondere Gabe, der Zieler hat so eine besondere Gabe, die der Enke auch hatte. Und das ist seine Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Also wenn die auf den Platz kommen, dann ist man als Ex-Spieler auch ruhig. Da sagt man, ach, der Robert spielt oder ah, der Zieler spielt und so weiter und so weiter. Wir hatten ja andere Torhüter, ich möchte keinen Namen nennen. Wenn die auf den Platz gekommen sind, dann hatte ich schon den ersten Schweißausbruch. Das gab es also auch. So, und da bin ich froh, dass er mit dem Zieler einen gefunden hat. Ich hoffe, dass er lange bei 96 spielt, denn dann brauchen wir uns wirklich nichts, um einen neuen Torwart zu kümmern. Das wird über Jahre unsere Nummer 1 bleiben. Die Europameisterschaft wartet ja jetzt auf die Fußballfans. Wenn Sie sich jetzt so mal auf den Stuhl von Jogi Löw setzen, was Sie sicher können, denn Sie haben ja auch viele Mannschaften trainiert, welchen Rat würden Sie Jogi Löw denn geben für die anstehende Europameisterschaft?
Also ich finde, ich sehe auch jedes Spiel der Nationalmannschaft hier in Deutschland, egal wo, fahre ich hin, weil mich das einfach interessiert. Und ich finde schon, dass wir eine außergewöhnlich gute Mannschaft haben. Und am besten haben sie mir gefallen, wenn sie diese Lockerheit hatten, diese Leichtigkeit des Fußballspiels, wo alles miteinander passte, wo die Jungen mit den Alten, wenn die zusammen kombiniert haben, also das war schon perfekter Fußball. Deswegen bleibe ich auch dabei und sage, dass wir Europameister werden. Die Spanier sind auch gut, aber auf die müssen wir aufpassen. Die sind gerade auch in Europa gut, aber ich bin ein totaler Optimist, dass der Yogi Elf die richtige Mannschaft zusammenstellt. Es kommt nur auf die Kombination an, zwischen Jung und Alt, zwischen Leichtigkeit des Fußballs oder auch mal hinhauen in den hinteren Bereichen, dass die gleich wissen, wer hier Chef im Ring ist. Das gehört auch zum Fußball. Und wenn er das beherzigt, dann werden wir eine gute Europameisterschaft mit Endziel Europameister werden. Da muss ich mal wieder etwas Kleinkariertes, sage ich mal, fragen. Es ist ein gewisser Streit über das Public Viewing hier ausgebrochen. Der Umweltminister hat gesagt, oh, zu viel Public Viewing ist nicht gut für die Umwelt. Und wie finden Sie sowas? Wie fanden Sie überhaupt Public Viewing? Zur WM 2006 war es ja toll, oder? Ich fand es überragend. Ich stand auch auf der Bühne. Und ich finde immer, wo Menschen miteinander friedlich feiern. Und da waren manchmal 30, 40.000, die sich das an der Leinwand angeguckt haben und die friedlich miteinander gefeiert haben. Das kann doch nicht so schlecht sein. Und wenn ich da drei Regenwürmer wehtue, das wird auch nicht so wild sein. Da kommen drei neue nach, hundertprozentig. Und ich glaube, wir sind einfach zu überspannt in diesen ganzen Dingen und wir sollten einfach mehr laufen lassen. Und es ist ein Zeichen doch auch von Freude, wenn Menschen miteinander feiern und es waren noch verschiedene Nationalitäten. Also Leute, was wollen wir mehr? Herr Schatzschneider, aus Ihnen spricht so aus jeder Phase die Begeisterung für den Fußball. Wenn Sie jetzt mal auf Ihre ganze lange Wegstrecke, die ja noch lange nicht zu Ende ist, zurückblicken, was war eigentlich so das Highlight Ihrer Karriere? Och, ich hatte einige. Ich hatte Pokal im Spiel, wo ich mitspielen konnte. Leider verloren durch Herrn Littbarski, der jetzt mittlerweile in Wolfsburg ist. Oh, ich hatte Vizemeisterschaft mit dem HSV. Ich habe außergewöhnliche mit der Nationalmannschaft, mit der ich unterwegs war. In Los Angeles war ich bei der Olympiade. Also wirklich außergewöhnlich. Mal die richtigen Top-Athleten habe ich dort getroffen, die richtig trainieren. Also nicht so wie Fußballer, so ein paar Stunden, sondern ich bin morgens wach geworden in Los Angeles im Garten. Da war es 5 Uhr morgens. Da auf einmal gucke ich nicht richtig, da stand schon ein Boxer, der mit seinem Trainer trainierte, Peter Hussing, vielleicht sagt er noch was. Ja. War auch so eine Kante, Schwergewicht. So, der war schon um 5 Uhr morgens, war der schon 2 Stunden am Trainieren. Das habe ich bewundert, das ist außergewöhnlich. Und ich habe schon einiges Schöne erlebt durch meinen Fußball. Gibt es auch irgendetwas, obwohl man nicht so gerne drüber spricht, wo Sie sagen, oh, das war vielleicht so ein kleiner Flop? Nee, ich kann auch meine Zeit zum Beispiel beim HSV, ich war damals der erste Spieler, der über 1 Million D-Mark Ablöse gekostet hat. Die hat der Günter Netzer und der Happel gerne hingelegt damals. Ich habe für den HSV 15 Tore geschossen. Es gab zwischenmenschlich Probleme. Ich bin gegangen. Aber die haben ihre Million noch wiederbekommen. Also ich sehe da überhaupt gar keinen, wo ich sagen kann, es müsste irgendeiner für irgendetwas traurig sein. Das gibt's nicht. Herr Schatzschneider, ich glaube, Sie sind wirklich ein geborener Optimist, ein Mensch, der so viel Freude ausstrahlt. Es gibt so ein Leitwort von Ihnen, Mensch sein und Mensch bleiben. Das ist besser als jede Heldentat. Das ist Ihr sozusagen Ihr Leitwort. Sie haben in ein paar Tagen Geburtstag, ich verrate es mal, am 26. April. Was wünschen Sie sich denn so zum Geburtstag? Also erstmal muss ich sagen, die Zeit rennt. Das finde ich mittlerweile, das habe ich erkannt, das ist furchtbar. Diese Geburtstage ist etwas Schreckliches. Kommt immer schneller, ne? Aber 2 Tage später hat auch mein Präsident Geburtstag. Und ich denke mal, wenn ich einen Wunsch offen hätte, dann wäre es schön, wenn wir noch mal nächstes Jahr in Europa antreten könnten. Weil das hat mir so viel Freude gemacht. Ich bestehe ja aus Flugangst. Ich bin also total, meine ganze Person besteht nur aus Flugangst. Ich habe die überwunden. Ich habe mir Tabletten reingehauen. Ich wollte unbedingt dabei sein. Und ich würde es trotzdem wieder noch mal machen, weil ich fand es so überragend. Dann wünsche ich das Ihnen. Ich wünsche es aber auch uns allen in Hannover. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schatzschneider. Gerne. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.